Herzlich willkommen im Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenweg, heute am 25.06.2021 zur Eröffnung der neuen Sonderausstellung Gastarbeiter. Die Ausstellung Gastarbeiter beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, mit Menschen, die mit einem konkreten Arbeitsangebot von 1955 bis 1973 nach Lübeck gekommen sind. Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, das Wort Gastarbeiter im Titel zu benutzen, weil den meisten Deutschen der Name Gastarbeiter ein Begriff ist, aber auch, weil er sehr schön dieses Verhältnis der Deutschen zu den Gastarbeitern ausdrückt. Nämlich es war von Anfang an nicht beabsichtigt, dass diese Menschen in die deutsche Gesellschaft integriert werden, sondern sie sollten eben Gäste sein und später nach getaner Arbeit wieder verschwinden. Das ist natürlich ein sehr problematischer Begriff, weil dieser Begriff auch einfach nicht treffend ist. Denn so wie die Gastarbeiter teilweise ihre Erfahrungen gesammelt haben, wurden sie sehr schlecht behandelt, sei es was die Unterbringung angeht oder der Umgang mit ihnen im Sinne von Diskriminierung, sodass man sagen kann oder auch Soziologen kritisieren, so würde man nicht mit Gästen umgehen, deswegen ist der Begriff schon sehr fragwürdig. Und zweitens sind einige der Gastarbeiter ja auch hier geblieben, haben hier geheiratet, haben hier Kinder bekommen und sind eben in die deutsche Gesellschaft mit der Zeit integriert, sodass der Name des Gastes wiederum auch nicht stimmt. Ja, dies ist die erste gemeinsame Ausstellung der Geschichtswerkstatt Herrenweg und der Völkerkundesammlung der Hansestadt Lübeck. Und wir hoffen natürlich, dass es auch nicht die letzte ist, denn dieses Format hat sehr viel Potenzial. Ethnologie und Gastarbeiter, passt das zusammen, wurde ich in den letzten Monaten gefragt. Und in der Tat, es passt gut zusammen. Da ist schon unsere gemeinsame Methodik, die Oral History, also die Befragung von Zeitzeugen, die ein ganz wesentliches Element der Arbeit von Geschichtswerkstätten ist, seit jeher und genauso für die Ethnologie. Und es gibt sehr, sehr viele Themen in dieser Ausstellung, die gerade aus ethnologischer Sicht interessant sind. Die Frage der Identität, die Zirkulation von Waren, von Objekten, letzten Endes auch die Rezeption, wie Dinge also kulturell verarbeitet wurden. All das ist in dieser Ausstellung zu finden und zeigt, was für ein Potenzial es hat in den Lübecker Museen, wenn sich verschiedene Häuser zusammentun, um ein Thema zu bearbeiten. Ein besonderes Interesse hatte ich als Ethnologe natürlich auch an der relativ kleinen und weniger beachteten Minderheit der GastarbeiterInnen aus Korea, also Krankenschwestern, Bergleute, die relativ spät in dieser Zeit erst nach Deutschland kamen, die aber allseits gelobt wurden als Musterbeispiele für Integration, für harte Arbeit. Aber auch diese Personen haben durchaus mit diesen Fragen zu kämpfen gehabt, von Identität, von Heimat. All diese Fragen, die letztlich von universeller Bedeutung sind. Und ein großes Vergnügen für mich ist es, in dieser Ausstellung auch erstmalig einige Bilder zu diesem Thema zu präsentieren. Gemälde und Zeichnungen der Künstlerin Frau Lee Gebauer, ehemalige Gastarbeiterin aus Korea, die wir hier in dieser Ausstellung zum ersten Mal zeigen. Die Geschichte der Arbeitsmigration ist natürlich so alt wie die Arbeit selber. Als Industriemuseum fangen wir in der Ausstellung mit der Entstehung des Hochofenwerks zusammen, das um 1905 und 1906 hauptsächlich durch Fremdarbeiter aufgebaut wird. Und zwar sind die Menschen, die das Hochofenwerk aufbauen, in erster Linie Schlesier, Posen, Westpreußen, sodass schon um 1905 ein Aufschrei durch Lübeck geht, dass man sich hier die Polen in das Land holt, dass man auf der Straße kein Deutsch mehr hören würde und wieso man denn hätte keine deutschen Arbeiter für den Aufbau des Hochofenwerks nehmen können. Die Geschichte geht weiter mit den Zwangsarbeitern im Zweiten Weltkrieg, die hier auch Erwähnung finden müssen, weil gerade auch der Arbeitsbedarf in der NS-Industrie gedeckt werden musste. Was man aber auch wiederum sehen muss, ist, dass es bereits während der NS-Wirtschaft sogenannte Fremdarbeiter gab, die auch auf freiwilliger Basis hier gearbeitet haben und die schon zu Nazi-Zeiten als sogenannte Gastarbeiter auch schon sporadisch bezeichnet werden. Das heißt, der Begriff ist älter als das Wirtschaftswunder. Schließlich führt die Ausstellung zu wirklich den großen Gruppen von Gastarbeitern, nämlich denen am Hochofenwerk hier in Lübeck. Das waren in erster Linie Spanier, Portugiesen, Griechen, Italiener, sehr viel später erst die Türken, bilden hier die große Gruppe. Die lebten in Wohnheimen zusammen, hier zum Beispiel am Sandberg. Es werden die
Gastarbeiter bei Flender thematisiert. Das waren in erster Linie Jugoslawen, die den Ruf hatten, sehr, sehr fleißig zu sein und sehr viele Schichten anzunehmen, um möglichst viel Geld verdienen zu können. Und auch sehr viele Türken bei Flender. Und dann ist die dritte Gruppe, die hier stark thematisiert wird, auch die Gruppe der Gastarbeiterinnen, die auch gerne vergessen wird, also dass auch Frauen Gastarbeiter waren. Es gibt nämlich sehr, sehr viele türkische und griechische Gastarbeiterinnen, gerade in der Konserven- und Fischindustrie in Schlutup. Und diese Damen, die reisten aus ihren südlichen Ländern hierher, verdienten das Geld, um zu Hause ihren Kindern eine gute Ausbildung zu ermöglichen, kehrten aber meistens in der Rente wieder in ihre Heimat zurück. Das Herzstück dieser Ausstellung bilden die Interviews mit den Zeitzeugen, die wir im Rahmen der Vorbereitung geführt haben. Meiner Ansicht nach ganz, ganz interessante Dokumente, teils tragisch, teils humorvoll, immer informativ. Die erzählen über die damaligen Umstände. Und wir sind den Zeitzeugen sehr, sehr dankbar, dass sie sich die Zeit genommen haben, auch in Corona-Zeiten uns zu empfangen, mit uns zu sprechen, ihre Erfahrungen zu teilen, auch über schwierige Themen wie Diskriminierung zu sprechen. Wir hoffen, dass mit dieser Ausstellung ein kleiner Beitrag dafür geleistet wird, dass ihre harte Arbeit, ihr Beitrag zu unserer heutigen Wohlstandsgesellschaft mehr Anerkennung findet. Die Ausstellung thematisiert neben dem Leben der Gastarbeiter auch besonders schwierige Aspekte wie die Bereiche der Diskriminierung und auch der Gewalt an Gastarbeitern, wovon wir hier auch einige Zeitzeugenberichte haben. Was vielen unbekannt ist, ist, dass zum Beispiel der Brandanschlag von Mölln, der vielen im Gedächtnis ist, als Anschlag auf ein Flüchtlingsheim tatsächlich ein Anschlag war auf eine türkische Gastarbeiterfamilie. Schließlich beschäftigen wir uns in dieser Ausstellung auch, man könnte sagen, mit dem Erbe der Gastarbeiter, mit der Frage, was geblieben ist, beispielsweise wie diese Thematik, diese historische Epoche behandelt wird in Kunst, in Musik, in Literatur, von Schlagern wie griechischer Wein bis hin zu dem preisgekrönten Film Almanya. Uns interessiert auch, wie weit die deutsche Kultur durch Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen beeinflusst wurde. Ein sehr prägnantes Beispiel hier in Lübeck ist sicherlich die Gastronomie, die Palette an Lebensmitteln, an Angeboten, die sich erheblich erweitert hat durch diese Menschen, gewissermaßen also ein kulinarisches Erbe dieser Epoche. Die Ausstellung ist von heute an bis zum 14. November zu sehen. Wir haben die Öffnungszeiten freitags von 14 bis 17 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr. Die Termine für Führungen, also öffentliche Führungen, nehmen Sie bitte unserer Homepage. Ansonsten können auch Führungen für Gruppen bei uns extra gebucht werden.